Ahoi, Matrosen! So eine bekackte Begrüßung bekommt ihr von mir nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Yeti Man hat eine Meinung und heute gucken wir uns den aktuellsten Teil der Assassin's Creed Reihe an und ich bin ja zwischenzeitlich ein Riesenfan der Reihe gewesen, allerdings gefiel mir nicht so dieser ganze Stillstand im Gameplay und Grafik und noch die gesamte Politik dahinter, wie Assassin's Creed quasi ausgemolken wird. Ich war auch relativ enttäuscht vom dritten Teil, deswegen war ich so, habe ich mir den vierten ein bisschen auf Distanz gehalten, hatte aber dann doch ein bisschen mehr Bock auf dieses ganze Piraten-Setting und deswegen habe ich es mir gekrallt. Und warum Assassin's Creed 4 Black Flag besser ist als der dritte, allerdings immer noch nicht unbedingt ein gutes Assassin's Creed ist, das erfahrt ihr jetzt. Wir übernehmen die Rolle vom sympathischen, sprücheklopfenden Womanizer Edward Kenway, einen Piraten, wie er im Buche steht, der nur durch Zufall an eine Assassinenkluft gelangt und dadurch zwischen die Fronten von Templern und Assassinen gelangt oder gerät. Und ihm interessiert das Ganze gar nicht. Dieser ganze Konflikt zwischen den beiden ist völlig wurscht. Ihm interessiert nur eins, und zwar ist das Geld und Reichtum. Und diese ganze Geschichte, wo er erstmal zum Piraten werden muss, er muss sein eigenes, also zu Captain, er muss sein eigenes Piratenschiff erstmal aufrüsten, er muss seine Crew anheuern, er muss mit anderen Piraten Kontakte knüpfen, ist dann schon ein sehr wichtiger und langer Bestandteil der Geschichte. Erst später kommt das Ganze mit den Templern und Assassinen so langsam in Fahrt. Und das war irgendwie schon schade, weil das Ganze sich relativ langwierig und zäh angefühlt hat. Man wusste nicht genau, worin steuert das Ganze. Man hatte so zwar ein Ziel vor Augen, aber es hat sich immer weiter verzögert. Das fand ich dann doch sehr, sehr schade. Allerdings hat Edward Kenway an sich, den ich sehr sympathisch fand, der auch nicht so eindimensional war wie zum Beispiel ein Connor oder andere Charaktere, den ich sehr sympathisch fand, der mir auch gut gefallen hat als Charakter, der hat doch einiges rausgerissen. Bei Assassin's Creed gibt es ja aber auch noch diese Gegenwartsgeschichte. Früher war das immer angeführt von Desmond Miles. Und hier hat sich Ubisoft dazu entschlossen, diese Gegenwartsgeschichte sehr, sehr, sehr weit nach hinten zu rücken und die Vergangenheitsgeschichte in den Vordergrund zu rücken. Und ich muss auch zugeben, diese Gegenwartsstory rund um einen stummen Mitarbeiter von Abstergo Entertainment, der da irgendwie für Abstergo sich an den Animus anschließt und die Vorfahren von Desmond nachzusimulieren. In dem Fall ist es diese Edward Kenway Zeitlinie, um dort ganz, ganz interessante Ereignisse rauszufiltern, um diese zu versoften und zu verkaufen als Videospiele. Das ist lächerlicher und langweiliger denn je. Also wenn da irgendwie so eine Gegenwartssache war, ich war da schon so genervt, da du läufst da wirklich in Ego-Perspektive durch dieses, durch diese Büroräume und hackst da irgendwelche Computer. Natürlich steckt da mehr dahinter, als man irgendwie augenscheinlich vorgesetzt bekommt. Allerdings war das so langweilig und besonders nach den Ereignissen am Ende von Teil 3 hätte ich gedacht, jetzt geht die Kacke richtig los. Und dann passiert mal gar nichts, das hat irgendwie überhaupt keine Relevanz mehr. Das hat mich schon sehr enttäuscht, bis hin zu genervt, weil eben das Spielerische sowas von schnarchlangweilig war. Obwohl mich diese beiden Storylines dann doch nicht so gekickt hatten, hat das Spiel eine gewisse Faszination auf mich ausgewirkt, weil eben dieses ganze Piratending, also das Karibik-Setting, die offenen Meere, die schönen Strände, das Piratenschiff, die eigene Crew zu haben, die immer noch zwar etwas veraltete Grafik-Engine, aber durchaus noch ansehnliche
Grafik hat Karibik-Flair versprüht. Das Soundtrack, der zwar auch diesen Karibik-Bahamas-Rhythmus hatte, aber mit einem Assassin's Creed-Siegel fand ich immer noch toll, besonders wenn du dann auf hoher See mit deiner Piratencrew rumgeschippert bist und dann die Crew so Matrosenlieder lautstark mitgesungen hatte. Das war schon ein cooles Feeling. Das macht das ganze Spiel schon irgendwie schön anzusehen, schön zu mal zu erleben. Also wenn man irgendwann mal in die Rolle eines Piraten schlüpfen möchte, dann muss man Assassin's Creed 4 spielen. Das ist, glaube ich, die Piratensimulation. Auf der anderen Seite muss ich leider zugeben, war ich nie so der Riesenfan dieser Seeschlachten aus dem dritten Teil. Da sind ja auch schon so einige Seeschlachten eingeflossen. Hier hat man 50% des Spiels wirklich nur auf hoher See gegen andere Schiffe kämpfen, befeuern, entern und sowas. Das ist so eine Sache, da bin ich nie so der Fan von gewesen. Es ist eine etwas persönliche Angelegenheit. Das Ganze ist sehr, sehr träge und es dauert und du bist so langsam und so. Ich bin nicht so der Riesenfan davon gewesen. Ich hab's irgendwann mal akzeptiert und hab's auch irgendwann mal gemacht, aber so richtig Feuer und Flamme war ich da, ehrlich gesagt, nie. Da bleibt dann am Ende natürlich irgendwie nur diese ganzen Bodenmissionen übrig und da muss ich tatsächlich sagen, dass Assassin's Creed 4 rein von diesen Hauptmissionen echt einen Rückschritt macht. Also man hat dort wirklich jede zweite Mission musstest du irgendjemanden verfolgen. Wirklich, jede zweite Mission. Oder irgendwann mal musstest du denjenigen verfolgen, aber immer nah bei ihm bleiben, weil du ein Gespräch belauschen möchtest. Oder aber du musst irgendwie den Typen töten. Es war immer das Gleiche und es hat mich mittlerweile, also irgendwann hat es mich sowas von angekotzt. Oh Mann, schon wieder muss ich den verfolgen. Musst du wieder über die Dächer klettern oder durch die Büsche pirschen. Mann, dass man sich da überhaupt nicht mal was Neues einfallen hat lassen, hat mich schon recht enttäuscht. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich zum Beispiel solche Nebenaktivitäten, und bei Assassin's Creed 4 gibt es hunderte davon, eigentlich nie mache. Mich interessieren die nicht, ich krieg da eh nichts bei raus, lassen wir das Ganze sein. Bei Assassin's Creed 4 hast du eine riesen Karte mit unglaublich vielen Aktivitäten. Du kannst Assassinenaufträge annehmen, Templer jagen, du kannst Schatztruhen finden, du kannst Truhen allgemein plündern, du kannst Fragmente sammeln, du kannst irgendwie Musiknoten hinterherlaufen, wie so ein, das war glaube ich die dümmste Aktivität ever, da läufst du so einem Notenblatt hinterher, wie so ein Hund, der eine Wurst hinterherläuft, die immer vor der Nase so davonläuft, musst du diesen komischen Notenblättern hinterherlaufen. Die sind teilweise total stupide und dämlich und beschissen und total anspruchslos, aber ich habe einige davon doch gemacht. Zum Beispiel habe ich Schiffe geentert, damit ich Rohstoffe bekomme. Ich habe die Assassinenaufträge gemacht, damit ich Geld bekomme. Weil für mich war es motivierend, mein eigenes Piratenschiff auszubauen und aufzupimpen. Also das Ganze hat mich sehr motiviert, weil ich immer auf den Sack bekommen habe auf hoher See. Und ich habe mir gesagt, Mann, nein, fuck, ich will endlich mal auch mal gegen diese großen Brigatten und Fregatten gewinnen und Bricks gewinnen. Jetzt muss ich mal langsam mir einen fetten Mörser zusammenbauen oder meinen Rumpf ausbauen, weswegen ich auch mal wirklich dann so ein, zwei Stunden damit verbracht hatte, auf der hohen See wie ein Pirat oder wie ein Freibeuter quasi Schiffe zu entern und zu plündern. Das fand ich tatsächlich mal erstaunlich. Am Ende bleibt zu sagen, obwohl ich wie gesagt von der Geschichte nicht so gekickt war und die nicht so prickelnd war und ich auch ein bisschen von den Missionen genervt war und das Gameplay ist halt immer das gleiche, muss ich sagen, hatte ich meinen Spaß mit dem Spiel. Edward Kenway fand ich sehr sympathisch. Ich mochte mein eigenes Piratenschiff aufpimpen. Ich mochte die Karibik. Ich mochte jetzt dieses Piraten-Setting allgemein. Es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn ich manchmal genervt war, habe ich trotzdem am Tag darauf das Spiel wieder angeschmissen. So schlimm kann das ja dann nicht sein. Natürlich gibt es auch einen Multiplayer-Modus wie in den anderen Teilen zuvor. Es gibt tatsächlich auch noch jetzt so Koop-Missionen. Ich habe die allerdings nicht angefasst, weil ihr wisst, ich spiele das generell nicht. Es gibt sogar auf der PS4 60 Minuten Einzelspieler-Gameplay mit Evelyn, der Heldin aus Liberation. Keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, muss ich mir auch nochmal anschauen. Es gibt viel zu tun, ein Spiel, das auf jeden Fall lange, lange zu spielen ist. Ich persönlich jetzt aus meiner Erfahrung, weil ich jetzt Assassin's Creed auch schon so viel gespielt hatte, hätte jetzt
meinen 60 Euro zum Beispiel, also einen Vollpreis, hinterhergeweint, weil es dann doch irgendwie nicht so diese volle Offenbarung war. Aber ich habe dafür 20, 30 Euro bezahlt. Dafür war es absolut in Ordnung und ein total cooles Piratenspiel. Wer Assassin's Creed mag und auch generell immer mag und immer lieben wird, der greift da auf jeden Fall zu. Der kriegt da auf jeden Fall das, was er kriegen will. Auf der anderen Seite, wer Assassin's Creed kennt und das nicht mag, der weiß auch, was er davon bekommt. Obwohl man sagen muss, dass dieses Piraten-Setting sich doch ein wenig unterschieden hat zum restlichen, you know what I mean. Ja, und das war's zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, jeder hat eine Meinung zu irgendeinem Spiel. Ich wünsche euch was, haut rein, einen schönen Tag noch.